ein schnelles Video, wie man diese schönen Solarmodule reparieren kann, geschenkt bekommen. Hier sieht man, wie praktisch hier es heiß geworden ist, durchgeschmolzen. Das sind diese Ausgangskontakte, einmal hier und einmal hier, die dann unterschiedlich sind. Hier ist eigentlich genauso, aber diese Zusammenschlüsse sind nur für die Bypass-Dioden. Die sind eigentlich nicht so wichtig, weil sie hier direkt verbunden sind. Also der Strom kommt von der Dose, geht dann runter, kommt hier hoch und kommt hier wieder her und geht raus. Und die beiden Stellen sind irgendwie defekt. Sieht man auch hier sehr schön. Das heißt, ich sehe jetzt gar nichts, weil die Sonne so hell auf das Set. Aber hier habe ich es mal hochgebogen. Ja, also im Prinzip einfach hier mit dem Lötkolben, ja, aufschneiden. Das war halt das Schwarze. Was schon schwarz war, da habe ich es gesehen. Hier sind diese Bypass-Dioden für diese Mitteleingänge, die eigentlich nicht wirklich sind. Das heißt, einfach hier diese beiden Stellen. Ja. Es kann sein, dass auch auf der gegenüberliegenden Seite, das habe ich jetzt noch nicht getestet, ob hier auch Defekte auftreten können. Aber meistens ist es hier an der und der Stelle. Und wenn man das praktisch von hinten einfach aufschneidet, ein bisschen Lötzinn drauf macht, dann sollten die wieder funktionieren. Okay, Dankeschön. So, ein bisschen abgeschattet, damit sie abkühlt. Ziemlich gut zur Sonne ausgerichtet. Dann kann ich ja erstmal den Kurzschlussstrom messen. Ne? 7,1 Ampere, wie es sein soll. Und hier müsste irgendwo die Spannung sehen, 19,72 Volt. Das ist ein bisschen weniger, also okay, sie sind immer noch warm. Und jetzt kann ich ja hier mal so eine volle Batterie dranhängen. So. Dann sind es 5,2 Ampere und 85 Watt. Ja, ziemlich, wie gesagt, die sind schon ein bisschen wärmer. Da hört man sofort sprudeln, weil 16,6 Volt ist natürlich für eine AGM-Batterie zu viel. Ja, okay, jetzt sinkt sie auf 5 Ampere. Ja. Und es sind aber immer noch, wenn das hier rechts unten die 82, kann man das lesen? Das sehe ich jetzt in der Hitze nicht, 81 Watt statt 120. Aber wie gesagt, sind ja schon 20 Jahre alt. Und deswegen, ich träume davon, für Brennholz so Carports zu bauen. Für meinen Wald, dass ich im Wald, weil ich so mit der Elektro-Akkukettensäge, die ich mir selber gebaut habe, so, das ziehe ich hier wieder ab. Können ja nochmal die Kurzschlussspannung 6,4, eigentlich 7, jetzt sind es 7,4. Ne, die, mit steigender Temperatur steigt der Kurzschlussstrom, aber es sinkt die Spannung und deswegen die Leistung ist halt Spannung mal Strom. Und da die Spannung um 20% absinkt, wenn die Module, und das ist jetzt schon ordentlich warm. Ja, aber okay, man kann sie reparieren. Ja, und wenn man jetzt hier, wenn ich mir auch die funktionierenden anschaue, dann sieht man auf der Rückseite hier, wie gesagt, da und da sieht man auch überall solche Schmelzpunkte, wo es heiß geworden ist. Ja, während so die Zellen an sich, die gehen eigentlich nicht kaputt und es wäre schlimmer, wenn hier zwischendurch die Kontakte. Aber es sieht so aus, als ob es nur diese beiden hier sind und das lässt sich leicht reparieren. Also an den anderen, der die andere Hälfte irgendwie bekommen hat, der kann, wenn er keine Lust hat, die zu reparieren, dann kann er sie an mich weiterschicken. Ja, ich freue mich über die Module. Okay, tschüss.